So, Secret Exit, Secret Exit, Secret Exit. Alles hat Secret Exit. Alles ist ein Secret Exit. Das gesamte Spiel ist eigentlich ein Secret Exit. Okay, da haben wir schon eine Münze. Super Sache. Dennoch werde ich in alle Löcher hier reingehen. Weil eins dieser Löcher kann ja auf einmal nicht bedeuten, man stirbt, sondern auf einmal, man muss da rein eigentlich. Ja, so ist das Spiel aufgebaut. Nach so einer Mentalität. Was soll man davon halten? So, ich muss doch sicher da hoch irgendwie. Oh, jetzt habe ich nicht einen Double Jump. Okay, aber dennoch. Aber es hat rausgestellt, da ist gar nichts. Aber hier ist doch bestimmt was, oder? Okay. Okay. Jetzt muss ich erstmal alle Rücken abchecken. Die führt mich dahin. Wo führt die mich hin? Nirgendwo, weil ich nicht so weit hochkomme ohne den Double Jump. So, das Ding ist folgendes. Ich will da hochspringen, aber Marios nötige Höhe wird wahrscheinlich nur vorhanden sein, wenn er groß ist. So, versuch mal hier Anlauf zu nehmen, zu springen und dabei groß zu bleiben. Ist Spoiler, es funktioniert gar nicht. Weil hier eine Wand aus Feuerbällen ist. Ich krieg's nicht hin. Also, okay, lassen wir's. Wir wissen, oben rechts ist die nächste Münze. Ich werde sie nicht bekommen, weil einfach es überhaupt mir gar nicht möglich gemacht wird. Oder vielleicht ist sie auch nicht da. Ich hoffe nicht. Aber wir müssen jetzt immer mit dem Gedanken leben, dass es eine Möglichkeit sein könnte. So, mache ich mir jetzt die Mühe, dahin zurückzugehen? Ja, muss ich. Weil ich jetzt eine Feuerblume habe. Und jetzt die Dinger töten könnte, dachte ich zumindest. Ach man, also wenn man schon so ein Spiel baut, wo... Mann. Ja, okay, komm, machen wir es den ganzen Tag jetzt. Wo man unnötig, also richtig verzwickt die ganzen Münzen sammeln muss, dann macht das auch nicht noch so verfickt schwer, dass um eine Stelle zu kommen so hart bestraft wird, dass man gar nicht ermöglicht wird. So, es hat rausgestellt, ich komme da gar nicht hoch. Zumindest nicht ohne Double Jump. Jetzt wissen wir das zumindest. Schauen wir mal hier weiter. Checkpoint nehme ich nicht. Also, dass ich mich echt noch so abtreffen lassen, das ist schon echt erbärmlich. So, hier brauche ich einen Schlüssel. Und der ist da unten. Direkt irgendwo in diesem Röhrenlabyrinth. Da kann ich rein. Okay, das ist eine Münze. Okay. Ich bin aber pingelig, was mein Power beinhaltet, betrifft, meine ich. Weil, ich glaube, ich brauche auf jeden Fall Feuerblume, um hier noch lebend durchzukommen. Allein schon wegen den ganzen Pflanzenviechern hier, die so penetrant rumschießen. So, ist hier irgendwas Unsichtbares versteckt? Scheinbar wohl nicht. Da geht's nicht weiter. Ist auch eigentlich fast logisch. Okay, also ist der einzige Weg jetzt der mit dem Schlüssel. Und wir haben jetzt vier. Die nächste ist da. Okay, also die Dinger kommen auch durch. Das sind rote. Die sind halt umprogrammiert, dass sie auch einfach durchkommen, obwohl ich da drauf stehe. Im Original kamen sie vor in Super Mario Bros. The Lost Levels und kamen raus, wenn man auch daneben stand. Die kamen auch raus, wenn man hier neben stand. Aber nicht, wenn man drauf stand. Das ist ja verrückt. So, hier komme ich hoch, wenn ich groß bin. Ich bin groß, Glück gehabt, macht der Safe-Stats, ermöglicht mir das. So, während ich draufstehe, dass hier rauskommt, das ist ein ganz neues, fieses Feature. Jetzt sind wir auf einmal hier, nächstes Garten-Ding. So, wenn das hier ist, dann wird das auch seinen Grund haben, denke ich. Also nehme ich das direkt. Da ist eine Münze schon mal. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich hier befinde, um ehrlich zu sein. Aber ich werde jede Röhre hier kontrollieren. Die habe ich jetzt alle kontrolliert, ja. Und von da unten kam ich, ja.
Okay, machen wir weiter. Oh. Okay, ich glaube, ich verstehe so allmählich. Ich müsste eine Art Brücke bauen. Machen wir das. Das ist schon der nächste Checkpoint. Ich muss nicht irgendwie da rein. Okay, es würde auch keinen Sinn ergeben, da würde ich hier nicht mehr rauskommen. So, da haben wir den Giftpilz leider freigelassen, aber ist nicht weiter schlimm. Ich lasse ihn da. Was haben wir da so? Nichts. Ah, ich habe vergessen, dass ich nicht da drauf stehen darf. Das ist halt unüblich. Nix, nix, nix. Die kriege ich nur dadurch, dass ich den gelben Switch bekommen habe. Was sehr, auch ein sehr nettes Feature ist, muss man ja sagen. Überlegt mal, ihr habt den gelben Switch noch nicht gefunden, weil ihr in dem Level, was dahin führt, das Secret Exit ums Verrecken nicht finden konntet. Ihr werdet dann nicht nur damit bestraft, dass ihr hier das Secret Exit auch nicht mehr haben dürft, sondern auch noch, dass ihr euch 6 Münzen mühselig erarbeitet, um dann rauszufinden, ja, die 7. kriegst du nur so. Also, wenn du es nicht hast, Pech gehabt, dann hast du die ganze Mühe gerade umsonst gemacht. Also, was soll man davon halten? Von solchen Level-Design-Entscheidungen. Spiel-Design-Entscheidungen. Ich will da, glaube ich, hoch, oder? Das Problem ist, das Viech kann ich nicht töten, weil es da ein Loch drin hängt. Da ist nichts drin. Also nichts da irgendwie in der Ecke. Hier nix, da nix, da auch nix. Kann man da rein oder so? Nein. Aber ich sehe sie, da ist die Münze. Okay, gut zu wissen. Ich wollte eigentlich gerade links irgendwie hochspringen, um zu suchen. Aber jetzt wissen wir ja schon mal, wo sie sich befindet. Jetzt muss ich nur noch das Wie rausfinden. Und ich hab's. Okay, wunderbar. War natürlich wieder anstrengend, aber zumindest entspannter als das vorherige Wasserlevel. Okay, wunderbar. Wir haben's. Führt uns einmal dahin und einmal dahin. Oh, 2 Levels ohne Secret. Ich freue mich gerade. Ist das entspannt. Cool. Hier muss ich einfach nur durchlaufen. Durch das Level. Okay. Ah, gut. Laufen auf den Wolken her. Mit New Super Mario Bros. Mucke. Oh, es ist cool, aber es ist nicht dasselbe wie das andere Ding. Natürlich. Okay, jetzt muss ich erstmal. So. Yeah. Ah, okay, ich hab's verkackt. Hätte noch ein bisschen weiter gehen können, theoretisch. Aber so ist auch gut. Den Pilz brauche ich wohl, um überhaupt weiterzukommen. Lebend. Mist. Ich habe befürchtet, das wird passieren, aber ich konnte es nicht verhindern. Also es ist natürlich vom Schwierigkeitsgrad nicht ohne. Muss man sagen. Mich hier durchballern lassen, wahrscheinlich, aber stattdessen bin ich einfach mal tot gesprungen. Oh Mann, wie gemein. Ach, da stirbt man. Ich dachte, ich muss in dieses Loch. Okay, okay. Ja. Na gut. Slammen wir uns rein. Ah. Okay, aber ich renne ja auch durch. Also wenn ich langsam spielen würde, würde ich vielleicht nicht so oft verrecken. Aber okay, super. Das ist eines der schönsten Sachen, die ich gerade miterleben durfte. Auch diese Logik, ne? Aber gut, das hat jetzt nichts mit diesem Hack selbst zu tun, sondern überhaupt mit Mario. Wenn man rutscht,
tötet man den Gegner. Selbst wenn er auf mir landet. Warum? Weil Mario gerade auf seinem Arsch sitzt. Das macht Mario unzerstörbar. Diese Phase. Okay. Und weiter geht's. Nichts drin. Schade, schade. Oh Mann. Ballern wir uns da mal hoch. Und, okay, ich bin noch am Leben, zumindest in dieser Sekunde. Schießen wir uns da weiter wahrscheinlich. Ah, das ist das Ziel, okay. Super, oh mein Gott, nochmal ohne Secret, ist das geil. Ich glaube, das muss irgendwie ein Fehler sein vom Spiel oder so. Kein Secret extra, dreimal hintereinander. Ist ein Wunder. Okay, wir haben einen Giftwald. Also gehen wir mal nicht in dieses eklige lila Zeug rein. Oh, da hätte ich das bestimmt benutzen müssen, eigentlich. Die Koopa Shell, aber jetzt habe ich Pech gehabt. Und ich habe auch keine Lust zurückzugehen, also lassen wir das. Sieht ja auch nur die Hälfte hier bei den ganzen Baumstämmen im Vordergrund. Boah, der Koopa hat mich gerettet. Okay, jetzt sind wir lost in the cave. Und wir brauchen einen Schlüssel. Also ich kann da nicht rein. Gut, jetzt wissen wir es einfach alle mal. Das war jetzt sehr blöd gelaufen. Lila Blocks. Oh, das ist super. Das würde ich auch gerne behalten eigentlich, das Power-Up. Haha, das war so klar. Was haben wir da Nettes? Oh, das Ding nochmal. Okay. Oh, ich dachte, ich hätte ihn jetzt so gesniped und getötet, aber nö. Ich hab das so schön gemacht. Nö, trotzdem nicht. Boah, ich muss jetzt gleich den ganzen Weg nochmal zurück. Ist euch das klar? Mir ist das nicht klar. Doch, mir ist das auf jeden Fall klar. Wegen dem Schlüssel muss ich hier höchstwahrscheinlich wieder zurück alles laufen. Diese lilane Grütze ist weniger potent als Lava. Du könntest da drin durchschwimmen, während du einen Stern hast. Auch. Okay, also potent ist natürlich jetzt sehr falsch übersetzt. Also im Klartext heißt das, es ist giftig, es tötet dich, aber wenn du einen Stern hast, sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Okay, jetzt habe ich meine... Okay, Star Run. Jetzt habe ich meine Zweifel, dass ich mit dem Schlüssel zurück muss. Und dieses... Ich vermisse dieses One-Up-Sound. Nein, es bleibt die ganze Zeit bei dem einen Sound hängen. Echt frustrierend auf so vielen Ebenen. Oh, knappe Kiste. Okay. Boah, jetzt wird's knapp, glaube ich. Okay. Und das war's. Was hat's mit diesem Schlüssel jetzt auf sich gehabt? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Okay, scheiß drauf. Nicht mein Problem.